Typeface, ich nenne die selber Grace Jones Typeface, oder so ist die, heißt die eigentlich im Moment. Ja, ich bin der Hugo, ich bin 24, komme aus Köln, bin da geboren und habe nach dem Abi und Zivildienst 3 Jahre in Lausanne studiert, in der französischen Schweiz. Das ist eine lange Geschichte, das war auf jeden Fall eine super Zeit. Und während des Studiums habe ich 2 Praktika gemacht und jetzt arbeite ich nach meinem Abschluss wieder in Köln. Und die Schrift, von der ich euch heute erzähle, das ist schon im 2. Semester entstanden, im Studium. Und das war dieses 2. Semester und wir hatten immer tierisch viele Projekte auf einmal und ich habe irgendwie, das ist immer so ein bisschen Glück von mir, alle möglichen Projekte, ich musste immer irgendwie mein eigenes Ding in dem Sinne machen, dass ich irgendwie immer geguckt habe, was finde ich gerade am spannendsten und wie kann ich das irgendwie mit den allen vermischen, sodass ich da echt irgendwie eine Power entwickle. Und in diesem 2. Semester war ich irgendwie total auf dem 80s-Trip und fand Grace Jones ziemlich gut. Und wir hatten ein Projekt, da ging es, also jetzt neben dem Typografie-Projekt, was wir hatten, ging es um Logo-Gestaltung und Corporate Identity. Und die Aufgabe war, ein Objekt mitzubringen. Und viele haben Alltagsobjekte mitgebracht, ich weiß nicht, ein Batterie oder ein Fußball. Und daraus sollten wir dann eben ein ganzes Corporate-Projekt aufziehen. Und ich war zu der Zeit, wie gesagt, in dem 80s-Trip und habe angefangen, Schallplatten zu sammeln und habe von meinem Vater eine Schallplatte bekommen von Grace Jones, die ich zu der Zeit ziemlich viel gehört habe. Und diese Schallplatte oder das Ganze, wer kennt Grace Jones, das war eine tierische, ja eigentlich ein Kunstobjekt, also ein berühmter Designer, Jean Paul Hu, der gibt es immer noch, der war mit ihr auch zusammen, war mit ihr ein Kind und er hat aber wirklich diese Grace Jones nach seinem Verständnis oder nach seiner Leidenschaft so ziemlich geformt. Geh mal direkt da rein, einfach erste Bilder von Grace Jones, wie er sie damals inszeniert hat, das war wirklich ziemlich revolutionär, also die super androgyne, da komme ich nachher mal drauf zu. Dieses mega spielerische mit den ganzen Formen, dieses abstrakte, echt crazy. Und das hat mich total fasziniert. Und genau, das war jetzt auch so eine ganz besondere Sache. Er hat immer tierisch, das war ja wirklich vor der Zeit, vor Photoshop und dem ganzen Kram, und hat da wirklich, finde ich, also das hat mich tierisch fasziniert. Dieses super geometrische, abstrakte, aber trotzdem irgendwie ironische. Fand ich ganz toll. Und eben auch diese Plattencover, das waren eben die, die ich irgendwie dann von meinem Vater bekommen hatte. Und die habe ich dann eben so als Objekt mitgebracht und habe gesagt, hier, ich will Logos und ich will diese Frau irgendwie mit meiner Arbeit besser kennenlernen sozusagen und daraus was machen. Dann fing es erst an, habe ich diese Plattencover ein bisschen analysiert, ganz easy. Einfach die Farben, die ich auch nämlich toll fand, die fand ich auch dazu gehörten, als eben dieses 80s-Ding. Und dann fing es an, dass ich wirklich einfach hingegangen bin, diese Bedeutung gemacht habe, die Profile von der Frau. Und da habe ich mich einfach ein bisschen ausgetobt und habe einfach versucht, das immer mehr zu abstrahieren. Also das war jetzt der Kopf von Grace Jones, der raucht gerade. Und dann auch nachher, also das habe ich immer viel eben benutzt, das habe ich dann auch als T-Shirt-Motiv benutzt und so weiter. Aber hier sieht man es auch ganz gut, da habe ich immer versucht, das unten links der Kopf, den immer weiter zu reduzieren, abstrahieren. Und dann fing das auch an, dass ich irgendwie mit den Initialen JG den Kopf gemacht habe. Und aus diesen Initialen ist dann eben das entstanden, ich weiß nicht, ob man das gut sieht, diese kleinen Pfeile. Also ich habe dann irgendwie versucht, möglichst schnell und sozusagen auch abstrakt diese Initialen zu machen. Also am Ende wäre das dann check, 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 check. Und dann hast du G und J. Und aus dieser kleinen G ist dann diese erste kurze Schrift zu diesem Projekt entstanden, wo einfach jeder Buchstabe wirklich ganz simpel aus einem Strich so entstanden ist. Und das war eben dieses Logo-Projekt Grace Jones. Das wollte ich jetzt einfach nochmal mit kurz zeigen, bevor es jetzt zu der richtigen Schrift geht, weil das eben in einem Semester war und das irgendwie alles auf jeden Fall zusammenging. Genau. Und parallel ist eben dieses Typografie-Projekt, war ja auch ein ganz toller Lehrer. So sah das am Ende aus, dieses kleine Büchlein. Genau, jetzt kommen wir zu dieser richtigen Schrift. Und da ging es eben auch darum, eben irgendwie was Persönliches mit reinzubringen, aber eigentlich war dieses, der Grundgedanke wirklich erstmal zu experimentieren
und ein Grundgerüst trotzdem irgendwie zu finden in dem Ganzen. Das sind jetzt einfach erste Skizzen gewesen. Da sieht man auch, jetzt auf jeden Fall noch so ein bisschen diese, ich habe keine direkten Referenzen gehabt, aber es ist auf jeden Fall dieses gestretchte, dieser starke Kontrast und auch irgendwie für mich einfach dieses 80s-Ding gewesen. Und dieses Grundgerüst war das dann, ganz am Anfang. Und so fing das sozusagen an. Der Spruch ist ein bisschen überreicht, dass ich nicht drauf gekommen bin. Auf jeden Fall, das war so der erste Entwurf von den Großbuchstaben. Und die eine Version basiert eben auf wirklich so ganz zackigen Gerüsten, die andere mit so runden Formen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und da unten sind schon diese Skizzen, weil bei dieser Version war es zum Beispiel so, dass es eben noch sehr, es wirklich sehr linear war. Und dann hat sich das immer ein bisschen weiterentwickelt, auch aufgrund der Lesbarkeit, dass ich gedacht habe, dass man es vielleicht wirklich ein bisschen smoother machen kann und wirklich ein bisschen schöneren Übergang hat. Und so hat sich das dann wirklich entwickelt, dass ich dann hingegangen bin, auch mit den kleinen Buchstaben und wirklich eben nicht nur so eine zackige Variante machen wollte, sondern auch so eine runde. Und eben Male und Female. Das ist sozusagen die androgyne Sache der Schrift, also diese Grace Jones. Die hat dann das komplette Alphabet, das kann man halt auch wunderbar kombinieren, dass es eben so eine eckige, männliche, wenn man so will, Variante hat und so eine ganze Runde. Genau, hier jetzt ganz kurz bei der Frau, also auch wirklich bei diesen kleinen Details habe ich das jetzt noch versucht zu machen. Genau. Und so weiter. Das ist ein schönes Bild, auch von Robert Wood, Grace Jones, einmal als Mann und als Frau. Das hat mir gefallen, war so ein bisschen so der Drive, also wirklich das zu verbinden, diese super Androgyne, dieser Grace Jones, super abstrakte. Und hier war es dann Grace Male und Grace Female. So. Das war das Büchlein dazu, natürlich mit den ganzen Skizzen noch, so sah das am Ende aus. Das habe ich dann wieder für meine Zwecke auch für mich viel benutzt. Ich habe ein kleines T-Shirt-Label, da habe ich das dann auch benutzt. Meine und meinen Song, den ich auch sehr gerne mochte und so weiter. Und das war wie gesagt das zweite Semester und dann habe ich mich spontan für mein erstes richtiges Praktikum beworben, weil wir hatten dann ziemlich lange Sommerferien. Und dann hatte ich irgendwie Lust, da irgendwie mein Praktikum zu machen oder das zu versuchen, den ich im Moment oder zu diesem Zeitpunkt unheimlich toll fand. Das war dann gerade Mirko Borsch in München zufällig. Und habe ich angefragt und war sehr happy, dass das geklappt hat. Dann bin ich dahin ins Büro Mirko Borsch. Das sind die Jungs. Sind jetzt ein bisschen mehr geworden. Das war jetzt vor, ich glaube, 3 Jahren war das Praktikum. Sind jetzt ein paar mehr, aber es ist echt ein super tolles Büro. Und da war das Glück, dass ich da hinkam und an dem Tag, wo ich kam, gab es ein Projekt, was von null anfing. Und zwar die Gestaltung eines, oder das Redesign eines, das Münchner Lokalmagazins Superpaper heißt das. Hat vielleicht schon mal einer von euch gesehen. Das hatte so ein komisches Format, auch kein schönes Papier und so eine Gestaltung. Also war nicht so, das fand ich auch nicht so toll. Auf jeden Fall kamen die an und wollten das gerne irgendwie ganz neu machen. Und das war natürlich eine tolle Herausforderung und da konnte ich eben direkt von null einsteigen. Und es war wirklich so ein Start von null. Also die wollten jetzt auch nicht irgendwie ihr altes Logo behalten oder sowas, sondern die wollten wirklich von null anfangen. Und dann haben wir eben viel experimentiert. Und tatsächlich habe ich natürlich auch meine Schriften irgendwie mal ausprobiert. Und dann sind wir auf dieses Logo gekommen und haben eben diese Schrift benutzt. Und ich habe dann mit Wasserfarben eben auch wieder ziemlich ähnlich, muss ich zugeben, drüber gepinselt. Das war das Logo vom Superpaper. Und wir haben dann angefangen und das ging dann also über ein Jahr, dass wirklich für das Logo und für die Headlines die Schrift benutzt wurde. Das war die erste Ausgabe. Das ist ein ziemlich großes Format auf Zeitungspapier. Am Anfang der ersten Ausgabe. Die wurden auch für die Headlines benutzt. Aber wir haben auch zum Beispiel so ein Poster gemacht damit. Und da hat man wahrscheinlich, das war ganz lustig, weil es eben die Schrift so erlaubt, das ist natürlich ein bisschen frech, aber einfach wirklich total gestretched und klein gemacht und wirklich verwurstelt. Und dann hast du so ein Ding. Und das war eben in der Mitte von dieser Zeitung, das heißt, das konntest du rausnehmen und es war das Poster. Und da war ich natürlich irgendwie happy, es war ein super schönes Projekt. Und das Coole war eben, dass als das Praktikum vorbei war, habe ich an dem weiter studiert und die haben aber natürlich jeden Monat eben neue Ausgabe gemacht.
Und das war natürlich immer dann irgendwie cool zu sehen, was du aus deinem Baby, was du dann sozusagen abgibst, irgendwie gerne abgibst, was die anderen Gestalter dann damit machen. Irgendwie. Und das sieht man zu sehen, war echt cool. Hier nochmal ein kleines Detail davon. Genau, das sind nochmal ein paar Layouts aus den weiteren Ausgaben von diesem Superpaper. Sieht man auch, die haben auch nochmal das ganz gestretched irgendwie. Was heißt gestretched? Also wirklich einfach die länger gemacht und so weiter. Oder auch hier die Dinger, das finde ich echt ganz schön. Ziemlich experimentell. Das waren jetzt die Cover. Und auf jeden Fall, so wie gesagt, und das war natürlich immer schön, irgendwie zu sehen und mitzukriegen. Genau. Das ist jetzt nur noch ein weiteres Projekt, was ich kurz ansprechen wollte, weil ich hatte seit langen Jahren, ich mache das irgendwie schon ziemlich lange, auch schon vor dem Studium, hatte immer eine Internetseite und war mir immer wichtig, auch irgendwie meine ganzen Projekte da zu zeigen und wirklich haarklein, ein bisschen pingelig fast schon, habe ich echt jedes Projekt immer sehr ausführlich auf meiner Seite beschrieben und verfügbar gemacht und habe die Schrift dann immer ziemlich viel rumgeschickt, weil ich eben einfach neugierig war, was andere Leute damit machen. Also die einzige Bedingung war eigentlich, mir einfach am Ende irgendwie was zu schicken, was daraus geworden ist, aus den Sachen, die Leute gestaltet haben. Weil ich einfach immer das spannend fand zu sehen, was da auch passiert ist. Das war jetzt eben einfach von einem anderen Gestalter, Ben Roth, der für diesen Elektro-Pop-Künstler Thomas Aziers Logo gemacht hat. Das habe ich jetzt einfach noch mit reingepackt, weil ich lustigerweise, das fand ich einfach so witzig, auch nochmal zu erzählen, wie das überhaupt einfach, wie schnell das geht über das Internet, einfach eine Schrift verschicken und dann kommt wieder was zurück und überhaupt, wie das alles vernetzt ist. Ich habe nämlich gestern, ich mache im Moment das Interview-Magazin, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist die deutsche Ausgabe vom Interview-Magazin von Andy Warhol. Die kommt jetzt seit Anfang des Jahres raus, die machen wir in Köln, bei www. Und da haben wir immer so eine Talent-Section und da ist dieser Sänger, in der nächsten Ausgabe kriegt er so einen Platz in dieser Talent-Section und die gestalte ich öfters mal mit. Und ich dachte, wer ist denn das überhaupt? Dann gehe ich auf seine Seite und dann ist auf einmal sein Logo von diesem Sänger irgendwie in dieser Schrift, die ich dann irgendwann mal diesem Gestalter geschickt habe. Und das ist irgendwie da, das finde ich halt, also das macht einfach Spaß. Und dann, deshalb gebe ich auch gerne so die Sachen ab, weil da sowas dann immer bei rauskommt. So ein Plattencover, die er dann gemacht hat. Und da schießt sich dann auch irgendwie wieder der Kreis. Das fand ich irgendwie cool. Das ist auch noch so Sachen, die ins Logo. Die Internetseite. Letzte Seite fehlt. Da kommt noch eine Seite in meine Internetadresse. Aber das war es dann eigentlich. hugohoffmann.com, wer Bock drauf hat und wer mehr sehen will. Und ja, ich freue mich riesig. Toll, dass ihr mir zugehört habt.